Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein neues Let's Play, ein neues Glück. Und heute geht es um die Constellation Akida. Aber viel wichtiger ist das Accessoire, was damit kommt. Papa geht shoppen heute. Auf Ketten! Ja. Der Ursa Rover ist nämlich dabei bei der Akida. Deswegen zeigen wir ihn hier. Und er ist entwickelt worden tatsächlich für die Marines. Also die Marines von Star Citizen. Stichwort, zeig mal die Rüstung. Das war der falsche Knopf. Einmal von hinten. Sieht sehr schick aus. So. Oh, ist das krass. Ist das Power Armor? Oh. Ja klar, die ist ja die ist unterstützt. Komm wieder hoch. Ne? Komm wieder hoch. Ja, ich glaube ja. Da du siehst da die Servos. Exoskelett drin. Alter, krass, krass, krass. Ist eine schwere Rüstung auf jeden Fall, das sehen wir schon. Das ist, was du nicht sagst. Und ich finde, es passt auch zum Entdecker, weil ich würde ja niemals mit so einem Blumenkorb da stehen, mit so einem Präsentekörbchen. Ich würde immer auf Ketten und möglichst schwer gepanzert zu Besuch kommen. Ja, natürlich, weißt du, da kommen dann so die Aliens halt so in Lendenschurz und Blümchen halt so, also, oh, weißt du, da kommt dann der Pass, er geht um die Klappe auf, tünk, ich komme in Frieden. So, wir spawnen das Schiff, bevor wir uns hier völlig Hals und Bein reden. Das ist auch auf jeden Fall eine Attraktion, das ist super. Wir haben mich direkt nochmal ein wunderschönes Feature gefunden. Okay, hau rauf. So, schnell zurück. Platz machen, ne? Achtung, Achtung. Und? Bunk. Dunk. Das muss so sein. Das ist so gedacht. Es ist super, wenn halt irgendwie halt dieses Riesenschiff beim Spawnen erstmal schön mit der Nase aufsetzt. Habe ich total gutes Gefühl bei. Es war auch immer mein Eindruck, dass vorne bei allen Constellations eigentlich ein Fahrwerk fehlt. Also war immer mein Gefühl auch, so wie ich das Teil. Entweder muss der Hintern so schwer sein, ja. Das halt, aber genau das ist das Problem. Sie simulieren die Physik ja schon und dementsprechend ist es halt das Problem, dass wenn sie halt einfach gerade runterfällt oder zu weit vorne runterkommt, dass er dann halt einmal kurz nickt. Ich meine, man könnte. Oh, das war aber auch knapp. Ja, es war sehr knapp, habe ich auch gerade gesehen. Was auch sehr witzig wäre, wenn hinten noch so ein Felsen wäre und du landest halt und dadurch wippst du nach vorne und das Gewicht verlagert sich halt so ungünstig, dass du also die Gesichter auf der Leute auf der Brücke, so der Captain so, du siehst halt einfach nur, wie das ganze Ding sich runterneigt und aufsetzt. Wollen wir es nochmal machen eigentlich? Ich muss ja. Komm, zum Vergleich nehmen wir jetzt halt die Andromeda gleich noch dazu. Wo ist der Pinöppel? Das ist ja auch mal ein Spiel hier mit dem Suchen der Pinöppel. Auch da könnte man noch ein bisschen was nachbessern. So. Ja, ich finde auch, man könnte da einfach so klare Markierungen auf dem Boden machen. So, Achtung. Sie kommt. So, 3, 2, 1 und Bouncy Castle in 3, 2, 1. Jetzt. Boom. Also ohne Scheiß, das ist halt nicht nur halt ein tolles Multicrew-Schiff, sondern auch halt die Wippe. Also die großartigste Hüpfburg in Star Citizen, muss man glaube sagen. Ja, zum Vergleich vielleicht nochmal ganz kurz, hier sieht man die Farben. Ne? Die Constellation Andromeda ist ja der Allrounder, der kann quasi alles, ist auch die Version, die fürs Kämpfen wahrscheinlich später am besten noch geeignet ist. Von diesem Multicrew-Schiff Allrounder. Und das ist diese dunklere Version mit diesen Streifen drauf. Das ist die Akida mit der Panoramascheibe, der fetten oben. Oh Gott, irgendwas von meiner Schulter ragt immer ins Bild, egal. Ja, das sind halt diese Ausleger, die du da dran hast. Die mir immer so durchs Bild wischen. Hier mit der hübschen. Panoramaverglasung vorne. Das ist auch mal ein Unterschied zu der Andromeda zur Standardversion, dass wir hier halt diese Panoramaverglasung haben. Die einen besseren Überblick verschafft. Genau, der untere Turm fehlt bei dieser Version, wenn ich da... Eigentlich der obere. Eigentlich sollte der obere fehlen, aber zu jetzigen Zeitpunkt sind beide drin. Oh. Also der obere Turm zur Erklärung war auch in dem Werbevideo, in dem Commercial dazu, war das so, dass der obere Turm eine Sensorphalanx beinhaltet, die für Langreichweiten-Scans da sind. Genau, achso, der untere Turm ist bei der Akida weiter mit drin. Der ist drin. Okay, ein Turm hat sie... Zum jetzigen Zeitpunkt hat sie allerdings beide Türme, damit wahrscheinlich das Schiff überhaupt eine Funktion erfüllt, wenn wir wissen, die ganze Explorationsmechanik, als auch die Scannermechanik, ist in der Form auch gar nicht drin. Nee, dementsprechend haben wir hier einfach nur das Chassis als solches. Flight Ready ist sie ja schon, oder? Wir gehen damit nachher auch nochmal eine Runde drehen, aber jetzt schauen wir uns das Ding halt eben von außen und innen erstmal genau an. Jetzt schauen wir mal ganz kurz hier die Waffen, die Wummen, immer ein wichtiger Punkt. Ups, auch schöne Perspektive. Da. Du stehst auf deine Rüstung, ne? Ich stehe voll auf die Rüstung. Das ist ein M6A Laser, und das ist doch hier nicht etwa, doch, das ist ein M6A Laser, Size 4. Aber der Puck scheint nicht mehr, das scheint nicht mehr auswechselbar zu sein. Das heißt, das scheint jetzt festgelegt zu sein. Müsst ihr mir da nochmal anschauen. Das ist ein festgelegter Gimbal? Ne, man konnte, früher konnte man den noch auswechseln hier, gegen eine M7A. Aber das scheint nicht mehr zu gehen, also gegen Size 5 Wumme. Das scheint nicht mehr zu gehen, wenn ich das richtig sehe. Zumindest bietet mir das Menü das nicht mehr an. Okay, dann kannst du einsehen, was da oben drauf klemmt. Das müsste ja nicht derselbe sein, oder? Leider nicht, es müsste, eigentlich wäre es derselbe. Also früher war es immer derselbe, es ist auch derselbe. Wir sehen es. Ja. Absolut. Stotter, stotter. So.
Wir können auch nachher mal testen, nach den Ursa Rover reinzufahren, ne? Das probieren wir gleich mal aus. Soll ich jetzt machen? Oder ist es zu früh? Mach auf. Mach erstmal auf das Ding, bevor wir jetzt halt hier das Feld des Bären erlegen. Verteilen, bevor er erlegt ist. Schnell weg. Ach nee, was hängt denn da? Da hängt die Merlin. Ach, das ist noch so ein Thema. Das ist ein Subfighter ohne Sprungantrieb. Quasi nur für den... Die eigentlich bei der Constellation Andromeda nur beiliegen sollte. Also da ist sie auf jeden Fall dabei und im Katalog, im Werbeflyer zur Akila steht drin, also zur Explorer-Version, dass die optional sein soll, die Merlin. Also sie ist ankoppelbar, aber da steht nur optional drin. Ich würde aber noch mal abwarten, ob wir die nicht später trotzdem dazu bekommen. Ob sie im Lieferumfang enthalten ist oder nicht, weil eigentlich sollte die ja gegen den Ursa getauscht werden. Naja, das wissen wir halt nicht. Der Ursa Rover steht drin, er ist auf jeden Fall dabei im Paket der Akila, aber bei der Merlin steht dann optional dahinter. Käme mir halt ganz schön viel vor. Meinst du, der Lieferumfang wäre zu groß? Das kann sein. Naja, aber ich meine, du kriegst halt eben einfach ein komplettes Bodenfahrzeug dazu geschenkt. Ja? Und ich meine, klar war die Akila teurer als die Andromeda, aber nicht in dem Maße, oder? Doch, die war um einiges teurer. Ich habe jetzt die Preise nicht rausgesucht, leider. Spielt machen, ja auch aber keine Rolle. Um einiges teurer. So, aber jetzt sind wir erstmal im Ursa Rover. Was ich wirklich schön finde, ist hier klar die Klappstühle und darunter sehen wir wieder diese Anheftflächen, diese Stasisfelder für Frachtcontainer, Frachtkisten. Mhm, und da ist ein Feuerlöscher drin und links der Verbandskasten. Also ist alles vorschriftsmäßig wunderbar. Alles da, alles drin. Ich würde mal sagen Waffen, ne? Component-Nexus? Component, Hardware, ja. Sieht aber aus wie ein Waffenlocker noch dazwischen. Würde ich mal schätzen, oder? Sieht aus wie halt Gewehrhalterung. Ja, müsste es eigentlich sein. Original. Dann locker, aber diese gehen... Ein Spind? Geht der auf? Der geht auf. Meine Güte, kann man sich so, wenn es Alien kommt... Kann man sich da reinstellen? Oh Gott, ich sollte das nicht tun in dieser Rüstung. Mach keinen Quatsch, gleich stehst du wieder draußen. Nicht in dieser Rüstung tun. Ich bin einfach zu breit dafür. Aber wer... Oh Gott, das wieder, er hat sich, glaube ich, verhakt. Er hat sich irgendwo... Ich stecke irgendwo fest. Toll, Wiesen. Schön, eigentlich. Ja, also, oh. Ich glaube, er strampelt gerade in der Luft. Er steckt in der Decke fest. Aber je. So, und nun? Ist keine Panik erstmal, keine Panik kriegen. Jetzt. Du siehst schon wieder Puls da unten. Ah, jetzt ist er wieder frei. Ja. Okay, solche Späße lassen wir mal. Ja. Ich glaube, die Tür machen wir einfach wieder zu und lassen es dabei. Ja, naja, gut, okay. Tut uns leid, wir sind hier auf der wilden Bugsuche. Die funktioniert auch sehr gut zurzeit. Ah, und der Seiteneinstieg. Mit Treppe, auch sehr praktisch. Mind your head. Sehr, sehr gut. Also ihr seht, für Kampfeinsätze ist dieses Ding auf jeden Fall gut geeignet. Es gibt genug Ausgänge, um rauszukommen und eine große Rampe, um einen Schnellausstieg zu ermöglichen. So, mal reingehen. Ein Träumchen. Und du hast sogar zwei Sitze, das haben wir schon in den Demos gesehen. Genau. Aber Pilot und Co-Pilot vorhanden. Und setzen wir uns einfach mal rein und drehen vielleicht mal eine kurze Runde. Ich befürchte, ich habe tatsächlich das Ding nicht ausgeschaltet vorher. Also normalerweise müsstet ihr hier unten erstmal die Maschine einschalten, ja. Das ist aber schon ganz gut, weil da drin ist nämlich sonst dunkel wie im Bärenorsch. Also quasi Power on und off ist hier und darüber ist Engine on, Engine off. Beides ist sozusagen wichtig. So, ich werde jetzt mal losfahren. Die Maschine ist nämlich schon... Jetzt sehen wir schon das Problem. Ah, jetzt fährt sie über... Mal sehen. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ja, eben gerade ist er beim Abbiegen hier, sehr also langsam geworden. Schnell, tatsächlich. So, Oma-Modus jetzt, aktiviert. Genau. Sobald man anfängt, eine Kurve zu fahren... Naja, also es kann im Kampf einen doch so ein bisschen aus der Ruhe bringen, ne? Ich denke, dass das halt einfach im Gefecht halt keine gute Idee ist, halt, wenn man einen Haken schlagen will, auf einmal in den Rentnermodus. Ausweichmanöver! Ick! So, jetzt Fadi fährt um die Ecke. Piep, 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 piep. Und dann lässt du los und dann zack, geht's wieder ab, genau. So, aber ich versuche jetzt mal das, was sie auch auf der Präsentation schon mal gezeigt haben, weil dieses Schiff ist ja nur vollständig mit dem Ursa Rover. Es sieht aber enger aus, als ich dachte. Meinst du, das dicke Ding passt da nicht drin? Das ist eine Frage des Schwungs, ne? Ja, ja. Wie war das Anlauf statt Gleitcreme, ne? Ups, demotorisiert. Zack. Ja, und man sieht das Fahrwerk sogar schon. Vom Ursa Rover aber funktioniert. Wie angegossen. Ja, also viel Platz ist nicht mehr und ich möchte nicht wissen, wie viel Lack da man sich so abreibt. Ja, wieso habe ich keinen Freedlook-Toggle? Meinst du, es passt vorne und hinten? Keine Ahnung. Steig doch einfach mal aus. Und Perspektive. Du hast noch Platz vorne. Fahren wir noch ein Stück vor. Ja. Ah ja, gut. Oh, das sieht aber schon schön aus, ne? Ja, es ist geil. Vor allem jetzt mit der Kameraperspektive. Also, ja. Ihr erlebt hier tatsächlich so unser erstes Mal, dass wir mit einem Ursa Rover in eine Constellation eindringen. Du musstest da jetzt wieder was Versautes draus machen, muss ne? Sein, das muss sein. Natürlich, das war so klar. Aber schick, ne? Hübsch ist es, da kann man wirklich nichts sagen. Es passt auch gut zueinander, finde ich, die beiden. Absolut, Fahrzeuge. Ja. So, aber wie füreinander gemacht, haha. Da muss ich checken, mal um, jetzt laden wir das Ding mal ein. Übrigens, der Turm, der klappt dann hoch sozusagen, wenn man jetzt damit kämpfen würde. Habe ich jetzt aber noch nicht die...
das Feature gefunden. Ach so, der... Also ich glaube, jetzt? Er ist ein bisschen zu groß, glaube ich, für... Also deswegen steckt er mit dem Kopf in der Decke. Hätte ich den Motor ausschalten sollen? Das ist doch bestimmt was für einen Co-Piloten, oder? Was meinst du jetzt? Der Turm. Der Turm, ja, wahrscheinlich, ja. Müssen wir nochmal in einem anderen Let's Play dann zu zweit testen. Wir sind auch gerade im Hangar, weil derzeit das PTU noch relativ bescheiden läuft. Also die Framerates sind halt einfach ganz, ganz schlimm. So, ihr habt es vielleicht in den Videos von Sawyer schon gesehen. Das ganze Zeug ist drin, aber halt es rappelt halt in der Kiste, dass es halt schwer auszuhalten ist. Und wir dachten uns, da wir jetzt halt eben hier die Schiffe halt eben einzeln vorstellen, machen wir das lieber so, dass es halt eben besser anguckbar ist. Und er ist drin. Er ist drin. Und es ging sogar gut. Ich dachte, gleich zerfällt uns irgendwie die Aquila direkt. Ja, in 1000 Teile, ja. Und verteilt sich im Hangar. Aber nein, so, sieht gut aus. So, rennen mal ein bisschen. Das ist in meiner Rüstung ja alles nicht so einfach. Ach, das ist bei dir jetzt Rennen. Ja, ich glaube, ich ja. Merke bei dir jetzt nicht nur das Abbiegen das langsam. Das ist Rennen jetzt. Das ist Rennen, ja. Das passt zum Abbiegen. Aber das geht. Aber ich glaube, er ist da auch nicht drin. So, aber das ist falsche Richtung, mein Freund. Einmal wie, zu. Aber da ist so ein Exoskelett drin. Ich glaube, sonst könnte er sich gar nicht bewegen. Und wahrscheinlich in dem fetten Ding. Gut. Zurück zum Topic, ne? Genau, und zwar Constellation Aquila. Reason auf der Suche nach fremden Zivilisationen und friedfertigen Lebensformen, die er halt mit dem Panzer mit dem freundlichen Panzer überfahren kann. Das ist der freundliche Kennenlernpanzer. So ein Katzengesicht drauf gemacht. Das ist genau so Hello Kitty-Gesicht und so Herz an der Seite. Gut, also aber hier sieht man ihn, es passt perfekt. Ja, also nein, da außer, dass er hohl ist mittlerweile. Ich glaube, das war ein Fehler. Und aus dem Dampf ist jetzt ganz schön. Ich würde mal ganz langsam rückwärts gehen, die Tür wieder zumachen und so tun, als hätten wir das nicht gesehen. Ich gehe trotzdem einmal durch. Oh, das war doch. Ja, mach mal langsam. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie aus Angst hier durchrushen, sondern. Hier sind die Strike Force Raketen drin. Tatsächlich ganz passable Raketen. Die haben mir gerade leider nicht angezeigt, aber ich kann sie auch nicht highlighten. Das heißt, zwei Raketen. Die sind hier drin als großes Magazin. Und dann haben wir außen an der Hülle hängen auch nochmal eine ganze Reihe von Raketen. Die sehe ich nur leider jetzt gerade nicht. Ich hätte ganz ehrlich gesagt, wirklich Manschetten, den Botschafter einer fremden Zivilisation auf dieses Schiff einzuladen und ihm dann den Laderaum zu zeigen. Weil es würde sich ihm ja logischerweise die Frage aufdrängen, sag mal, was ist das denn? Ja, Friedensraketen. Friedensraketen für Feuerwerk. Feuerwerk. Was ich auch sehr schön finde tatsächlich bei dem Schiff, sieht man es hier gerade, hier sind nämlich überall allerhand Komponenten versteckt. Quasi, ja gut, Spannungskasten. Schildgenerator? Hier. Schildgenerator habe ich hier, noch weitere Spannungswandler, warte mal, auf der anderen Seite müsste aber auch noch was sein. Hier, Gravitationsgenerator ist schon platziert. Also da muss ich reinschießen, wenn ich die Leute durcheinander bringen will. Genau, oder da muss man halt hinkriechen oder hingehen, wenn es dann halt nicht mehr funktioniert. Avionik, also halt Flugkontrolle. Genau. Und hier hinten ist dann nochmal der zusätzliche Raum, ist eigentlich so wie bei der normalen Constellation zum jetzigen Zeitpunkt. Hier ist der Generator. Der Generator. Das ist ja noch ein zweiter. Noch ein zweiter, vielleicht braucht es hier mehr. Mehr Gravitation. Wir gehen aber nicht drauf ein, ja, weil ich kann jetzt auch nicht... So, das ist wahrscheinlich, damit sie halt wieder aufs Heck kippt, wenn sie vorne runtergeditscht ist. Genau, damit sie wieder hochkommt. Wir brauchen mehr Gravitation im Heck. Energiegenerator ist wahrscheinlich hier drüben auch nochmal einer, oder? Nee. Ja, und ich glaube halt der Damage State, da sind wir nicht so ganz unschuldig dran. Meinst du, das waren wir jetzt? Durch Spawn, ja, aber ich meine, was hätte ich ein anderes machen sollen, ja? Ja, vielleicht war es auch der Reservoir. Hier könnte man einsteigen, da bin ich nur das letzte Mal gestorben, als ich es versucht habe. Das da wollen wir jetzt nicht. Da ist die Merlin, nicht. Da kann man halt rein. So. Wir gehen mal weiter und genau. Reden auch mal derweil noch über ein paar Fakten. Also wir sehen halt Laderaum, das Merlin-Dock. Ja, stell ihn mal raus. Das ist vielleicht muss. Ich drücke Open und die Texturen sind wieder da. Ja, vielleicht muss er Gott. Einfach raus zum Spielen. Das brennt hier vor sich hin. Yes. Das sieht bestimmt interessant aus. Was wenn dann liegt da halt denn so da auf der... Das sieht aus wie ein Turm. Es ist eine Kiste. Es ist eine Komponente. Es ist eine Komponente. Was tut die denn da? Ja, was ist denn das? Oh Gott. Ja, das, war das jetzt notwendig? Ich habe so die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Eichhörnchen gerade, ne? Ja, ein wenig. Und ich dachte, ich in der Starfarer war schlöhm. Ist das der Motor? Ist das... Von Aegis. Eine Aegis-Komponente, die ich hier gerade sehe sogar. Aha, was ich macht glaube, die hier? Gehört hier warum gar nicht leuchtet hin. Die so? Es könnte ein Schildgenerator sein oder ein Powergenerator. Es ist irgendeine Komponente anscheinend schon. Die bekommt man dazu geschenkt. Ich glaube, die gehört entweder in Ursa Rover oder sie... Du, ich glaube einfach ganz ehrlich, wir haben Poltergeister. Das hier ist dann halt so eine komische Manifestation eines früheren Schiffes, was unseres in Besitz genommen hat und der Ursa Rover wackelt halt dampfend durch die Gegend. Und dann wundern sich immer alle bei RSI, alle Tester, was so die Spieler alles anstellen, aber naja. Das passiert ganz von selber. Wir haben da wirklich nichts zu beigetragen. So, Leute, zurück zu den Fakten. Wir haben hier oben auch nochmal ein Airlock, was auch tatsächlich auch schon geht. Das hier. Ist super, dass das jetzt halt endlich funktioniert. Zack. Ich würde gerne noch einen Knopf haben, dass ich bestimmen kann, dass ich die Außentür auch öffne dabei. Das wäre interessant, aber seien wir ganz ehrlich, warum? Weil ich meine, da ist eh kein Platz zwischen. Naja, aber wenn man jetzt, sag ich mal so... Ich meine, fürs Docken ist es... Es halt, ist gefährlich, das Ding zu öffnen. Die Kompression fummt raus. Ja, wenn man nicht vorher das Andockmanöver richtig funktioniert hat.
Also ja. Ich meine, es gibt, du weißt, wie dumm Menschen sind. Und, naja, das ist dann halt so der menschliche Sektkorken. Ja, dann bist du nämlich raus. Du öffnest über die Luke und fliegst raus. Vielleicht nochmal hier zu diesen Escape-Pods oder Betten. Die können beides, das sind Escape-Pods und Betten. Da kann man halt notfalls dann sich auch rausschießen lassen. Ich gebe mich mal rein. Sind aber auch wirklich sehr geräumig im Vergleich zu Aegis. Riecht so ein bisschen nach Kunstleder, ne? Das Ganze. Und hier funktioniert hier das Lockout auch schon? Exit. Nee, hier gibt es nur Exit. Das war wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt. In der Prospector hatten wir nämlich die Lockout. Musste ich mir das jetzt anschauen. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz versuchen, vielleicht noch so außen irgendwie... Ja doch, so kriege ich es. Das sieht aber wirklich sehr gemütlich und geräumig aus, tatsächlich. Ja, vor allem, er ist ja auch schon sehr schwer in Rüstung, also das sollte vom Platz her gut reichen. Na gut, sagen wir so, meine Constellation wird geschrottet und ich schieße mich da raus. Ich glaube, es ist schon ganz schön, wenn man halt ein bisschen mehr als halt so eine Handbreit Atemluft da drin hat, wenn man dann halt 2 Wochen den Kasten durch die Gegend treiben soll. Das stimmt, ja. Das ist komfortabler. Dass man sich vielleicht auch mal hinsetzen kann oder so, ja. Ich führe nicht wieder zu auch jetzt hier, um diese Schande da hinten im Laderaum zu vertuschen? Nein, ich nicht. Na gut, okay. Geh einfach weg davon, vielleicht jetzt. So. Hier qualmt es auch. Ist der Table aktiv? Ja, auch der geht. Nice, der funktioniert jetzt wieder. Der funktioniert jetzt wieder, auch das, aber auch der dampft, warum auch immer. Auch das ist ein gutes Feature, das heißt, man würde keinen Platz verlieren. Wenn man halt den Tisch dann nicht braucht, fährt man den runter. Genau, so, was haben wir jetzt hier? Spinde. Spinde bis zum geht nicht mehr. Waffenlocker ist auch da, also ein Waffenschrank ist auch hier. Und hier gibt es doch bestimmt die Nasszelle, oder? Oder Toilette, ich glaube, das ist getrennt. Das ist jetzt die Dusche. Das ist eine Dusche. Oh, so eine Spa-Dusche sogar, ne? So eine Regendusche, ne? Was, wie nennt man die Regenschwalldusche? Ja, so eine... Rainshower. Rainshower, genau, das ist das Wort. So, jetzt schaue ich mal drüben. Wunderschön. Ach nee, das ist tatsächlich jetzt doch alles in einem. Das sind jetzt Fächer. Das heißt, aber die Toilette fehlt jetzt gerade in dem jetzigen Patch anscheinend. Hm. Oder die fährt raus. Also Knöpfe habe ich nicht. Ich kann es nicht aktivieren. Da gibt es einen Knopf, da muss er weiß, man geht rein, schließt die Tür hinter sich. Dann muss man auf den Knopf drücken und dann fährt er raus. Und ist voll gegen den Schienbein. Also, man muss sich ja umdrehen, um die Tür zu schließen. Dann haut es dir halt einfach direkt in die Kniekehlen, dass du dich direkt hinsetzt. Weißt du, und dann geht die Schwalldusche an. Genau, sehr praktisches Feature. Aber wir kommen nochmal zurück zum Schiff. Und zwar hat sie dieses Schiff von der Ausstattung, hat halt den Ursa Rover dabei. Die Merlin angeblich nur optional. Und wir haben eine Scanning-Ausrüstung. Auf dem Dach wäre das dann hier, wo dieser eine Turm Sitz verbaut ist. Auf dem Dach wäre der Langreichweiten-Scanner und an der Außenhülle wäre dann noch einmal der Jump-Point-Scanner. Und der Fuel-Tank soll ergiebiger sein von der Constellation Ankida im Vergleich jetzt zu Andromeda. Ist denn der Turm da oben jetzt funktional? Können wir da rein oder passiert dann was Schlimmes? Ich probiere es. Ah, werde angesaugt. So. Hier und da oben ist jetzt noch kein Scanner dran, oder? Nein, was? Das wäre normalerweise, würde der ganze Turm ersetzt werden durch die Scanner-Ausrüstung. Huch! So, einmal Außenperspektive bitte. Das wäre jetzt noch schön. Achso, soll ich den Turm drehen? Brauche ich eigentlich nicht, ne? Nö. Da ist doch ein Scanner dran. Guck mal, da sind auch so Scanpaneele. Geh mal dich daran. Aber das würde mich jetzt. Witt? Nee, das ist. Doch! Da guck, das sind so Segeldinger. Der Turm ist jetzt der Scanner. Ja, der Turm ist der Scanner. Das war halt in dem alten Modell auch schon so. Nee, im alten Modell war das so eine ganze Mischung aus Ausrüstungsteilen. Ja, da kamen halt so Parabolantennen raus, aber das ist auf jeden Fall eine Antennenphalanx. Das ist natürlich genial. Dann habe ich ja Quatsch erzählt. Da ist ja wirklich alles drin. Schäm dich. Ja, das tut mir leid, dann machen wir das Video nochmal, würde ich sagen. Ne? Nein. Komplett. Alles super. Cool. Ja, dann ist der Turm drin. Perfekt. Und dann würde ich mal sagen, dass wir da wahrscheinlich von der Scanner-Mechanik gar nicht mehr so weit weg sind, wenn das schon so eingebaut ist. Ja, sagen wir mal so, zumindest mal das Asset ist schon da, ob es funktioniert. Hast du jetzt hier nicht auch so die Schalter zum An- und Ausschalten? Ich versuche gerade es zu finden. Ach, wieder falsche Knopf. Doch, da vorne. Da. Power on, Exit, Power on. Machen wir mal an. Sieht ziemlich aus wie Power off. Power on, Power off. Passiert nichts. Ist tot, Jim. Er ist tot, Jim. Ich glaube, es funktioniert noch nicht. Aber zumindest ist der Turm da. Jetzt kriege ich meinen unteren Turm, um zu beweisen, dass da Waffen hängen. Nicht, dass ich das auch falsch gesehen hatte. So. Ach nee, aber ich glaube, ich vertausche das. Ich glaube nämlich halt an der Taurus. Die war doch halt so unterbewaffnet. Ne? Die hatte ja auch nur einen Turm. Ach, du stellst mir so Fragen jetzt. Die hatte auch nur einen Turm, aber der war, glaube ich, bei dem wiederum auf der Oberseite, nicht auf der Unterseite. Ich glaube, deswegen verwechsel ich das. Deswegen, dass sich der untere Turm fehlt. Aber die hat ja beide. Einer bewaffnet, einer zum Scannen. Und die Taurus hatte nur, glaube ich, eine. Ich glaube auch einen. Ja, du wirst jetzt nicht mehr so viele Fragen stellen jetzt hier. Ja, ich, gleichzeitig. Frechigkeit. Weapon Change Fire Mode. Okay, das funktioniert. Er ist auch ganz unruhig. Leider zeigt er nicht an, welchem Fire Mode man ist. Steuern kann ich es auch nicht. Ist aber alles an. Eigentlich sollte ich es steuern können. Ich schaue jetzt gerade nochmal schnell, wo ich da eigentlich hänge. Ja, aber das ist ein normaler Turm. Das sehen wir schon. Ja. Der ist so, wie wir ihn kennen und lieben. Der ist so, wie wir ihn kennen, genau.
dieser riesengroße Glaskasten. Aber zumindest hat man eine gute Aussicht. Das man stimmt. sitzt da echt ein bisschen exponiert so, ne? Man sitzt ein bisschen sehr exponiert. Das ist immer die Gefahr. Vor allem, wenn das Schiff, wenn der Pilot die Landung verhaut und man dann aufsetzt. Ditsch, ich würde an deiner Stelle aus dem Turm rauskommen. Hä, warum? Ah, erste Mal an Bord, ha? nee, bleib mal sitzen. Wird lustig. Wieder einer weniger. Dann muss ich das Cockpit nicht putzen. Jetzt, da Exit. War schön. Wieder hoch. Dann setzen wir uns mal ins Cockpit, beziehungsweise schauen uns das Cockpit nochmal an, weil das ist nämlich auch sehr, sehr hübsch geworden. Das ist viel übersichtlicher, ne? Ja. Weil ich finde, hier ist noch relativ viel toter Raum, ne? Eigentlich ja, so. Da links ist noch Avionik verbaut. Hier sind noch mehr Komponenten offenbar verortet. Alles noch nicht anwählbar natürlich. Erste Hilfe. Was haben wir hier rechts? Noch irgendwie... Schildgenerator und radioaktives Gas. Ja, das ist halt irgendwas, was strahlt auf der Brücke. Super, das ist eine spitze Idee. Ich wüsste nicht, was dabei schief gehen sollte. Nochmal ein Schildgenerator, aber ich finde, dieser Ausblick hier von dem Schiff ist echt schick. Ich mag das gerne, also dieses runde Panoramaglas. Mm, das ist wirklich sehr gut. Gerade wenn man damit in ein unerforschtes System springt, sieht man gleich auf den ersten Blick, dass man da eine ganze Menge Arbeit vor sich hat. So, Rinneninsitz. Und mal sehen. So, Flight ready. Das ist der quasi, was gibt es hier noch? Ach so, Close Exterior. Oh, cool. Man kann von der Brücke aus jetzt den Laderaum öffnen und schließen. Mal schmales zu. Oh, jetzt fährt es wahrscheinlich wieder hoch. Das müssen wir nachher nochmal testen, ob das eine gute Idee war. So, Systeme hochfahren. Ja, die sitzt gleich der Ursa Rover am Nacken, aber ja, sonst wirst du nicht, was passieren fährt sollte. Er ist hochgefahren. Ja. Er ist zu. Nice. Und noch funktioniert das Schiff. Sehr gut. Wir lernen hier mit euch. Ja, hier spratzelst du schon überall. Also je öfter man hier den Ursa Rover einlädt, desto schlimmer wird's. Klar, haben wir schon im letzten Video zur Katniss erzählt, dass man jetzt Stealth Mode hat und dass hier die Energieverwaltung ist. Sieht man ja hier, könnte ich jetzt die einzelnen Komponenten ausschalten. Jetzt sieht man nochmal alle Waffen. Also ich hatte recht, ne? Man sieht es hier ganz gut. Es war ein M6A Laser. Ja. Schau mal, und der Schildgerät ist ein All-Stop. Das ist ein All-Stop-Schildgenerator und das Aegis Regulus, das scheint ein Modul zu sein. Das wird das Modul gewesen sein, was wir gesehen haben. Achso, der Poltergeist hinten, ja. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ob es ein Power-Generator ist oder ob es ein Cooler ist, könnte es auch sein. Ich weiß es nicht. Aber warum sollte ein Power-Generator jetzt halt da so viel Energie verbrauchen? 3, 5, kommt mir ein bisschen viel vor. Dann ist es vielleicht ein Kühlsystem. Oder vielleicht ein Schwerkraftgenerator. Oder der Schwerkraftgenerator, das könnte es auch sein, natürlich. Werden wir noch rausfinden? Das müssen wir noch rausfinden, ja. Alles noch ein bisschen unklar. Ich dachte, ich kann auch runterscrollen, aber das kann ich nicht. Nee, ich bin gerade ganz froh, dass das Display nicht in Flammen aufgeht, ehrlich gesagt. System, ja. So, kann den sogar umbelegen, ne? Oh, cool. Weapons, vielleicht kriege ich hier nochmal alle. Ah, gut, okay, jetzt habe ich hier die ganzen Waffen quasi, wie ich es mit Energie versorgen kann, ganz. Für solche Späße macht man aber halt immer noch mal einen Turn weg vom Planeten, weil heller Hintergrund ist bei diesen Displays nicht so gut. Mich wundert nur, dass die Türme hier nicht auftauchen. Das wundert mich so ein bisschen. Warum sind die Türme hier nicht mit? Na, die sind wahrscheinlich einfach in den anderen Waffen, in dem Hauptmenü. Genau, Size 2 CS-Raketen, 24 Stück haben wir. Proximity Mines, Annäherungszünder. Nice. Das ist ja mal eine Information. So, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich der zweite Generator. Ja, da steht auch noch mal groß, 24 Raketen noch. Perfekt. Schauen wir mal aus, ne? Besser ist es. So, was haben wir jetzt noch im Menü? Können wir aber alle Felder durchschauen. Heat, ja. Hier ist der Heat. Die ER-Readout. Und das sind doch aber dann... Wieder die Komponenten. Ah ne, hier rechts ist, rechts ist die Temperatur. Und dann haben wir da in der Mitte, würde ich jetzt sagen... Lebenspunkte. Ja, genau. Also Zustand, wie Temperatur. Wie gut es ihnen geht. Temperatur, EM, würde ich sagen. Aber die sind gerade alle aus. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Was das scheint mir nicht richtig. So, nochmal gucken, was haben wir denn noch hier? Schilde. Jetzt sind wir ja gerade eben im Multicrew-Schiff per Excellence, da kann man auch mal die ganzen Funktionen hier anzeigen. Kann ich verschieben? Ja, ich kann jetzt verschieben. Und zwar sehr, sehr schnell und relativ präzise. Es springt dann auch hier wieder rein in den Ankerpunkt, was ich auch sehr gut finde. Das snappt dann wieder in die Mitte, Default. Genau, damit kann ich jetzt verschieben. Kann ich auch die Energie schon begrenzen? Ja, ich kann die Power auch auf 50% runtersetzen. Oh, und das funktioniert auch sofort. Genau. Zack. Cool. Sehr gut. Der Ausstopp ist der Schildgenerator, genau. Kann ich ihn auch ganz ausschalten. Genau. Hier quasi Stärke nimmt ab, aber die Schadensanzeige natürlich nicht. Standby. Naja. Weißt du, jetzt ist alles persistent und dann komme ich das nächste Mal mit dem Schiff ins Wörth. Alles verstellt. Und wundere ich mich, dass es überhaupt nichts mehr funktioniert. So. Ja, super. Komm's haben wir noch nicht. Oh. Ah, das sind ja so Nachrichten, okay, die da liegen, die an dich geschickt worden sind. Shields haben wir, glaube ich. Energy haben wir auch schon. Das ist denn da, wo deine Katzenbilder liegen? Energy? Komm's. Genau, das sind meine Katzenbildersammlung.
meine Katzen, die berühmte Katzenbilder. Nee, aber das stimmt, da sind halt nur die M4A Laser Cannons, die... was sind da unten jetzt dran? Wir gehen jetzt einmal nochmal raus. Und schauen draußen einmal, ob wir jetzt Waffen noch vergessen haben, weil eigentlich fehlen ja noch die kleinen... Ich glaube, es sind Badger, es dürften keine. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier Bulldogs sind. Wirklich sehr lütt, ja. Weil die hat ja schon der Ursa Rover zwei Stück davon auf ihrem Turm. Zwei das heißt eins Waffen. So, die Kiste fällt gleich auseinander, ne? Och, naja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch einfach so Stimmungsnebel. Weißt du, Nebelmaschine an Bord? Hallo. Fürs Geheimnisvolle, falls man jemanden... Mann, es geht nicht mehr der Fahrstuhl. Die haben sich echt geschrottet, die Kiste. Doch, Call Elevator. Ja, dann fahre ich hoch. Aha. So, nochmal. Use Elevator. Zück. Es mach doch vielleicht einfach nochmal vom Cockpit aus den Laderaum auf. Wir versuchen über den Ursa Rover irgendwie runterzukommen. Ist echt. Oh, er ist weg. Okay. Gut. Na, er ist wieder da. Ich nehme das Airlock. Oh, stimmt. Wir haben sogar mehr Ausgänge inzwischen. Das ist schon ganz gut. Die funktioniert jetzt auch. Es ist mir lieber. Und dann lande ich vor allem hier. Ja, über die Antriebsgondeln. Ach, sagt mir nicht, die Raketen sind raus. Sie hat gar keine Raketen mehr hier in den Aus die ganze Zeit. Ja, zumindest sehen wir sie gerade nicht. Aber ich meine, der Rover kommt und geht auch so, wie es ihm gerade passt. Ja, es kann aber sein, dass bei der Aquila die wirklich weg sind, diese Raketen. Ne? Dass sie nicht mitgeliefert werden? Nein, weil ich meine, die Rex sind ja da. Weil mich wundert es schon. Ja, wozu sind die Rex dann da? Da hätte ich die einfach abgerissen. Also nachsteckbar müssen sie ja sein. Obwohl, die Itemports für die Raketen jetzt sind ja da, ne? Da in der Mitte. Na, eigentlich hier. Guck mal. Ja, es gibt hier oben diese Raketenmagazine das und da gibt es diese Ausleger. Ach, guck mal, da. Nee, das ist dahinter. Das sind die beiden Kammern. Dass die jetzt hier weg sind, das. Oder sind es jetzt alle Scanner geworden? Ist das jetzt vielleicht alles durch Scanner ersetzt worden? Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Oh, Gott. Okay, also bei ASI sehen dann Scanner aus wie Raketenrex. Ja, könnte auch schnell zum Beispiel. Ich gehe einfach mal schnell rüber zur anderen Conny und schaue, ob da. Da wird mich auch, glaube ich, nichts mehr angezeigt. Doch. Au, hauaha, wenn die Itemports da fehlen, ist jetzt die Frage, ob das wirklich ernst gemeint ist. Ne? Da sind sie. Aber ich kann mal den gleichen Winkel wählen. Tja, das ist heute hier so richtig Lernen am lebenden Herzen. Oder weiß nicht, Operation am... Jugend forscht. Tja, wo ist es? Scheinen, zum jetzigen Zeitpunkt scheinen die zu fehlen. Oder wie sagt man, der Fachmann flucht, der Laie wundert sich. Genau. Scheint zu fehlen. Das nette... Ja, was ist das da rechts davon? Die Itemports? Achso, das ist weiter oben, ne? Tja, vielleicht haben die doch den Scanner da reingebaut. Nee, ich würde... Auf allen Seiten. Also, nee, wir lehnen uns da jetzt mal nicht aus dem Fenster. Wir gucken mal, ob das wirklich so bleibt. Ach, guck mal, das ist der Powerplant, der Regulus Aegis. Das ist ein Powerplant. Tatsächlich, ein Generator. Ja, ein Generator. Oder ein Kraftwerk. Ein Energiegenerator wahrscheinlich, ne? So. Der Reaktor. Ich würde ja so gerne jetzt noch in den Turm ankommen, aber der ist natürlich jetzt wieder eingeklappt. Dass wir da nochmal gucken können, aber eigentlich müsste man doch trotzdem von außen jetzt halt hier die Itemports sehen, oder nicht? Denkt man sich so einfach, ne? Ja. Oder wir machen es so, wir gucken jetzt einfach bis wir den Flight-Test machen, nochmal ganz kurz auf den Holotable, was denn da so, beziehungsweise auf die Shift-Customization-Tool, und dann werden wir es nämlich euch gleich erzählen. Genau. Gut. Dann ab. Was im Arena Commander nicht funktioniert. Dementsprechend sind wir jetzt ins Persistent Universe gegangen, deswegen sorry guys, Entschuldigung Leute, die Framerate ist wirklich nicht toll, aber zumindest können wir euch das Ding dann halt nochmal im Flug zeigen. Hättest du nicht drüber reden sollen. Ja, nee, war schon ein Fehler. Ja, genau, das haben sie direkt gehört. Ja, die Schiffe wollten wir am liebsten die ganze Zeit im Verse vorstellen, aber ihr seht schon, auch der Elevator will nicht. Oh, come on. Okay, probier die Frachtluke. Jetzt. Okay. Ja, das sind halt, ich dachte gerade, es ist schon. Das sind halt echt diese ganzen Animationen. Diese ganzen Assets, die halt jetzt ihren Status durch die Gegend brüllen, weil ja auch jeder wissen muss, auf dem ganzen Server, wenn irgendwo eine Tür aufgemacht wurde, ist auf jeden Fall kriegsentscheidend. Go up. Mach hoch. Ja. Oh. Ich hoffe, wir kriegen die Maschine überhaupt gestartet, ne? Wir werden es sehen. Oh, warum habe ich mich verletzt? Warum habe ich Bluttropfen im Helm? Ja, heil dich einfach mal, V. Meinst du sicherheitshalber? Ja, nicht, dass wir jetzt halt auf halbem Weg verrecken. Das wäre echt blöd. Ja, ob das entweder geht. Haben wir keinen. Wir haben oder keinen anscheinend. Ja, gut, dann ab dafür. Dann ist das jetzt halt leider so. Dafür haben wir Granatendose. Bitte nicht. Geht die Tür nicht auf? Nee, die geht nicht. Schnell durch. So. Ja, Leute, ihr seht, deswegen heißt das PTU, also Test Universe. Public Test Universe, nicht Persistent Universe. Dann kriegt ihr ein Bild davon, was man so als Evocati so für Aufgaben hat im Alltag. Ja, also vor allen Dingen das hier ist jetzt schon released, ja, da sind halt so die Must-Fixes offenbar raus. Und er setzt sich den falschen Stuhl.
Die Mitte sah gerade so aus, wenn es an links rutscht. Nee, das ist richtig. Ah, perfekt. So, aber es sind jetzt natürlich dadurch, dass wir jetzt halt uns remote connecten und nicht halt in der CRG-Zentrale neben dem Server sitzen, treten natürlich ganz andere Probleme noch auf, als die, die man jetzt halt in der Konzernzentrale da so ohne weiteres absehen kann. Ja. Lass zu. Unlock? Dann kann ich die Türen wahrscheinlich entriegeln. Ja, das wollen wir nicht. Vielleicht würde ich... Ah! Oh! Grünes Licht! Gleich wieder aus, weißt du? Das ist der Schatten einer Gladius. Ich weiß, ich hab's schon gesehen. Ich kann natürlich jetzt nicht ermitteln, ob die noch irgendwo hier rumschwirrt und um uns herum. Ich würde sagen, weg von hier. Über uns ist sie, irgendwo über uns. Ja, weg von hier. Lass uns einfach... Vorsichtig. Oh mein Gott, die kippelt nach hinten beim Starten. Ich sehe ja so ein paar Schwierigkeiten noch mit dem Schiff. Oh. Okay, wieder einfangen das Schiff, ne? Erstmal hier die Steuerung blocken. Okay, Atmosphäre haben wir offenbar auch nicht, weil wir sollen unsere Sauerstoffvorrat checken regelmäßig. Ja, das sehen wir ja im Bild. Ja, wenn er anfängt zu zucken, umzufallen, dann war Sauerstoff alle. Gut, so. Bin auch im Precision Mode. Jetzt schalte ich den mal um. Und du könntest da auch noch halt... 190 Meter schaffen wir jetzt im SCM. Sehr schön schnell. Aber stimmt es, dass du hier nur 21 verbrauchst? Ich glaube, das ist der jetzige Verbrauch, ja. Und haben wir ja nicht viel. Echt? Ich kann gleich nochmal... Soll ich schauen? Na gut, komm. Ich schau mal kurz. Weil irgendwie ist da auch so ein Ausrufezeichen und rotes Ausrufezeichen ist immer blöd. Hatten wir nicht drüber gesprochen, dass das persistent ist? Und so? Also required ist... Achso, guck mal hier. Weil requirement ist unter dem... das requirement ist da, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich bin knapp unter dem requirement. Kannst du hochziehen? Mein Gott, jetzt kommen hier so Multicrew-Aktionen, obwohl ich nur alleine fliege. Zieh! Ah, guck mal, jetzt ist auf einmal... Naja. Ja, jetzt ist besser. Es gab doch hier die Möglichkeit. Zieh mal auf Anschlag. Nee, ist ja gut. Jetzt ist alles weiß. Jetzt ist das Ausrufezeichen weg. Ich glaube, jetzt ist alles gut. Jetzt hätte ich die Laser abgeschaltet. Ja, ist doch... Ja, nee. Nee? Nee. Ja, nee? Schlechte Idee. Okay, stimmt. Ich habe es jetzt hochgezogen. Jetzt scheint es besser zu sein. Komm. Geht mal hin. Oh. Mach mal so. Da, wo es nicht rot wird. Ich mache da so eine Ausbildung später noch bei der Navy, ja. Ja, passt so. Also wird da, schon irgendwie... Solange, kein Ausrufezeichen mehr. Solange kein Ausrufezeichen da ist, ist alles okay. Super. So. Wir werden jetzt mal wieder hier den Test machen, weil hier können wir es nämlich endlich machen mit dem Schiff. Wie schnell werden wir denn jetzt hier im Afterburner, in der Reisegeschwindigkeit? Was erreichen wir denn jetzt hier? Ein bisschen Boost kann auch nicht schaden. Hat der Oder willst du damit sagen, auf was für eine Endgeschwindigkeit können wir denn die sage und schreibe 439 Tonnen bewegen. Dieses Schiffes beschleunigen? Es ist schon schwerer geworden. 61 Meter lang und 439 Tonnen. Wobei wir jetzt gesagt haben, oder worüber wir gestolpert sind, dass die tatsächlich jetzt auch nur noch in Anführungszeichen 96 SCU haben. So. Also Frachteinheiten, was uns tatsächlich ein bisschen wenig vorkommt, aber da ist offenbar noch eine Überarbeitung im Gange. Ja, die haben es ja neu ausgerechnet. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Genau, aber zum Beispiel bei der Prospekte, wo wir 128 noch geredet haben. Ja, aber das war die alte Zahl. Ja, genau. Die wurde nie angepasst. Es wäre im Verhältnis einfach viel zu viel. Naja, das stimmt alles nicht. Deswegen würde ich da erstmal Abstand von nehmen. Außerdem ist es sowieso ein Schiff fürs Exploring und nicht zum Handeln. Das ist richtig. Aber wenn ich halt unterwegs Sachen exploren möchte, ist ja auch 985. Das ist schon mal ordentlich mehr als früher. Witzig, das stimmt sogar fast, weil wir hatten hier 986. Wie sind wir denn darauf gekommen? Warte mal, Den hatten wir doch vorhin ausgesetzt. 86. Ist einer. Warte mal, da. Ein Krieg noch. 986 Top Speed. Ich wusste doch, da geht noch was. Ist eine ganz andere Reisegeschwindigkeit. Vielleicht sieht man es jetzt auch, wie Port Olisar jetzt aussieht. Oh, das war schön. Der Engine. Oh, die Engine Trails. Oh, guck mal, Port Olisar ist schon gar nicht mehr zu sehen. Ja, aber recht. Ich weiß, wo es ist, weil ich die Engine Trails sehe. Ja. Oh, das sieht aber schon hübsch jetzt aus. Ne? Sieht wesentlich besser aus. Ich meine, wir können, ich würde gerne trotzdem noch einen Flugtest machen. Oh, guck mal, da ist der komische Blur schon wieder. Der vor dem Schiff sich bewegt. Ja, irgendwie heften sie da so einen. Soll ich trotzdem noch einen Flugtest machen kurz? Ja, ja, ne? Komm, erzähl doch mal. So. Wie schnell kannst du diesen Piloten halt zum Sitz rausschießen? So, muss ich erstmal gegensteuern kurz. Ups. Ja, jetzt, komm. Ja, jetzt mal raus wieder. Natürlich ist sie jetzt sehr träge, weil sie gerade die Richtung wechselt im Afterburner. Kann man mit der Boost Brake ein bisschen nachhelfen. Hoffentlich mag das mein Pilot auch. Ja, jetzt ist die Framerate sogar relativ stabil. So. Doll ist nicht, aber wenigstens ist er halt gut, nicht ganz so schlimm. Mal rollen. Na gut, okay. Ja, mein Gott, das ist auch ein Schiff, was wirklich um einiges schwer ist. Ich meine, sind wir bei 190 Meter pro Sekunde. Ich meine, ich rolle jetzt gerade, man sieht es ja, ich rolle gegen, ich steuere gegen, ich reagiert so. Ich rolle wieder dagegen, in die Gegenrichtung. Oh ja. Das dauert, natürlich. Es ist halt ein Bus, ne? So. Aber das, also wenn das halt kein Bus wäre, wäre es auch schlimm. Ne? Das ist schon ein ganz schön groß. Was man merkt, ist, Straven ist auf jeden Fall nicht das, was das Schiff mag. Ja, hier, man sieht es ja.
bin jetzt auch voll an Schlag in der Gegenrichtung. Also Straven ist wirklich nicht. Ich kann ich habe gerade geboostet parallel. So, ich booste, dann merke ich es schon. Aber man merkt definitiv, das ist ein Schiff, was nicht dafür gedacht ist, dass man im Straven fliegt. So, zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Vorsicht. Sagen wir mal, agil ist was anderes. Ja, unten oben Straven ist auch nicht so besonders, ganz eindeutig. Ich schaue mal gerade mit dem Kurvenfliegen. Na, es ist einfach nicht. Ja, es geht. Aber gut, ich vergleiche das jetzt auch wieder mit den ganzen Jägern, die ich mal fliege. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Du musst halt nochmal so einen Space Trucker-Lehrgang machen. Ja. Und auf einmal halt so, das ist eine Wildkatze. Ja, auch das wieder auf den gleichen Kurs zurückkommen. Aber es ist logisch. Das Schiff ist viel schwerer, es ist viel größer. Es lässt sich nicht so manövrieren wie jetzt. Oh, aber warum wackelt denn das so? Das ist meine Hand wahrscheinlich. Nee, das sollte nicht so sein. Bisschen viel Kaffee, ja? Ah, so ist besser. Komischer Effekt. Das sollte ihn. Ja, guck mal. Wenn es kurz anschlingert, dann schlingert es erstmal. Aber ich weiß, es ist, glaube ich, ein Fehler. Ich würde schätzen, das ist definitiv ein Fehler. Genau. So, nochmal Außenperspektive. Wie erwähnt, haben wir nochmal gegengecheckt und das sind tatsächlich Badger Repeater, die unten am Turm hängen. Allerdings ist es halt auch ganz real. Also, die sieht man jetzt nicht, ne? Also, die sind jetzt hier nicht. Die werden jetzt quasi in den Türmen drin. Das sind Badger, das heißt zwei. Genau. Schnellfeuernde Energiewaffen. Und die seitlichen Raketenracks sind komplett eigentlich nicht da. Also, die Raketen sind auch auf der RSI-Seite nicht mehr aufgeführt. Das bedeutet, die sind halt nicht vorgesehen. Weshalb die Racks noch da sind, ist halt ein anderes Thema. Ich habe eine Theorie. Oh, oh. Ich könnte mir vorstellen, weil es soll ja einen Jump-Scanner an Bord geben. Und was würde sich besser eignen, um ein Jump-Tor zu finden, wenn man diese Dinger als Antenne benutzen würde? Man fährt die aus. Also es kann sein, dass einfach da drin dieses Equipment zum Scannen der Jump-Löcher verborgen ist. Möglich ist es, aber warum die Dinger dann exakt aussehen wie Raketenracks, finde ich jetzt halt designtechnisch ein bisschen schwierig. Aber gut, das ist ja halt eine Entscheidung, die halt die Game Designer treffen müssen. Ach, vielleicht ist auch ein Fehler, ne? Wir warten mal ab. Möglich, wir bleiben dran und schauen weiter. Witzigerweise in der Innenperspektive, Außenperspektive habe ich das Gefühl, läuft es flüssiger als in der Innenperspektive, ne? Ja, es sind halt mehr Sachen, die ausgeblendet sind, ne, die durch die Hülle verborgen werden und auf einmal. Ich meine, jetzt gerade hier über Crusader sieht es natürlich einfach mal. Wahnsinn aus. Wahnsinnig geil aus, ja. Das wird toll. Muss man einfach sagen, es ist wunderschön. Ich kann ein bisschen Gas geben, ich würde gleich einen kleinen. Für das Gefühl von Geschwindigkeit. Ja. Komme ich auf der Engine Train hinten richtig zur Geltung. Ja. Also, sehr schönes Schiff, muss man sagen. Absolut. Liebe Freunde, das war unser Let's Play Guide jetzt hier für die Constellation Aquila im PTU-Patch Twister Citizen 3.0. Liked und disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt und quatscht mit uns über Star Citizen. Wir senden dreimal die Woche live auf Twitch. Wir würden uns da über ein Abonnement von euch freuen, genauso wie hier auf YouTube auf unserem Crash Academy Channel. Wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, guckt mal bei Patreon vorbei, weil unsere Patreons sind für uns ganz extrem wichtig. Die halten unseren Channel am Laufen, ermöglichen uns Hardware anzuschaffen, die wir uns sonst nicht leisten könnten und halt eben Reisen zu diversen Events zu unternehmen, die wir dann hier für euch auf dem Channel auswerten können. Dementsprechend bleibt uns gewogen, schaut das nächste Mal wieder rein und Weasel und Dozer sagen euch jetzt wieder See you on the flight deck!